Hey Leute, vor einigen Monaten wurden mir ein paar Kommentare geschrieben, dass ich meinen Helikopter in Roblox Studio bauen soll. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Das sieht jetzt nicht so beeindruckend aus, aber er funktioniert. Wie man diesen Helikopter baut, zeige ich euch natürlich jetzt in diesem Video. Also, los geht's. Bevor wir anfangen, so einen Helikopter hier zu bauen, brauchen wir natürlich erstmal das Grundgerüst. Und dafür habe ich hier schon mal den Anfang des Helikopters gebaut. Das sind einfach nur ein paar Parts. Wie man baut, solltet ihr inzwischen wissen. Wenn nicht, klickt jetzt das Video an, das euch hier eingeblendet wird. Ich habe einfach nur ein paar Parts genommen. Die sind nicht geankert, ist ganz wichtig. Habe daraus so eine Form gebastelt, weil ich mir dachte, ja, das wird dann der Boden vom Helikopter. Und habe dann auf diese Parts ein Vehicle Seat draufgesetzt. Also auf Workspace aufs Plus gehen. Vehicle Seat eingeben. Bap. Und dann habe ich den hier raufgesetzt. Den habe ich hier noch genau in derselben Farbe gehalten. Hier habe ich ihn dann aber auch wieder schwarz gemacht. Das ist der Sitz, in dem dann der Pilot sitzt. Wenn ihr einen Helikopter mit zwei Passagieren macht oder noch mehr, dann wird das hier der Sitz für den Piloten. Und dann könnt ihr für alle anderen, die mitfliegen, einfach nur ein Seat hinzufügen. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel für einen Co-Piloten reinmachen. Können da zwei Leute drin sitzen. Ich mache mir mal eine Kopie von diesem Prototypen-Helikopter hier, damit ihr seht, was ich damit dann noch gemacht habe. Wir haben ja einmal den Vehicle Seat, den habe ich Sitz genannt. Und dann habe ich das Base-Part hier unten unter dem Vehicle Seat Base genannt. Dann noch Front und Heck sind komplett egal, das sind einfach nur irgendwelche Parts. Aber im Vehicle Seat haben wir noch zwei Scripts drin. Ein ganz normales Server-Script und ein Server-Script, welches auf dem Run-Context-Client gesetzt wurde. Also es sind zwei Server-Scripts, aber bei dem Heli-Script-Local habe ich Run-Context hier auf Client gesetzt, damit das halt wie ein Client-Script funktioniert. In die Scripts gucken wir nachher rein. Ansonsten ist da noch ein Proximity-Prompt drin, weil es gibt ja nichts Nervigeres, als wenn man in so ein Fahrzeug einsteigt, Leertaste drückt und dann springt man einfach raus. Deswegen habe ich das deaktiviert. Das wollt ihr wahrscheinlich auch deaktiviert haben. Wenn nicht, dann braucht ihr auch keinen Proximity Prompt. Aber hier drückt man E zum Ein- und zum Aussteigen. Ihr seht hier E zum Einsteigen und wenn ich nochmal E drücke, springt er raus. Weiter mit dem Aufbau. Und auf das Raid Constraint gehe ich gleich noch ein. Dann haben wir hier noch im Base Part drei ganz wichtige Sachen. Einmal ein Attachment, das habe ich Heli Base Attachment genannt. Das könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Und dann einmal Align Position und Align Orientation. Die könnt ihr übers Plus und dann Align eingeben und die beiden hinzufügen, weil das ist der einfachste Weg, um den Helikopter zu machen. Der ist dann physikalisch nicht so ganz korrekt. Aber wenn wir einen physikalisch korrekten Helikopter bauen wollen, dann würde das Tutorial wahrscheinlich viel länger dauern. Das ist nun mal der einfachste Weg, um jetzt schnell ein fliegendes Fahrzeug zu basteln mit Align Orientation und Align Position. Bei beiden habe ich den Alignment Mode auf Run Attachment gepackt. Das Attachment 0 ist das Heli-Base Attachment und sonst habe ich alle Einstellungen erstmal so gelassen. Die werden wir später nochmal anpassen müssen, aber erstmal geht es uns darum, dass das Ding überhaupt fliegt. Und dann habe ich diese Parts natürlich alle zusammengeweldet, für die, die nicht wissen, wie das geht. Man wählt einfach alle Parts aus, die man zusammenschweißen möchte, geht dann oben auf Model, dann auf diesen Pfeil unter Create und klickt dann auf Weld und dann hängen sie zusammen. Deswegen sind hier Weld Constraints drin, die einfach dafür da sind, um das ganze Ding zusammenzuhalten. Wenn ihr das alles so aufgebaut habt und jetzt oben auf Run drückt, dann sollte das Ding zur Mitte eures Spiels hingezogen werden. Und das ist komplett richtig, weil ich bin jetzt immer noch in Run drin, deswegen kann ich das während der Laufzeit bearbeiten. Dieses Align Position Ding hier, das hat ein Attachment und zwar im Base Part drin. Und dieses Attachment wird an die Position hingezogen, die hier in Align Position drin steht. Und das ist 0,0,0. Wenn wir wollen, dass das Ding nach oben fliegt, stellen wir es auf 0,10,0. Und dann versucht es nach oben zu fliegen, kommt aber nicht ganz hin, weil es bei mir am Spawn hängen bleibt. Deswegen schreibe ich mal 10,10, -10. Ja, jetzt. Ihr seht, es geht immer zu der Position, die eingestellt ist, hin. Automatisch. Und deswegen ist es sehr einfach, damit einen Helikopter zu machen, weil wir einfach die Position einstellen können. Align Orientation ist dafür da, dass wir die Rotation einstellen können. Sprich, hier haben wir dann, Position hat gar keinen Einfluss. Das ist vollkommen egal, welche Position hier in dem C-Frame drin ist. Wichtig ist die Orientation. Und wenn wir die zum Beispiel auf 10,0,0 stellen, wird es um 10 Grad geneigt. Und zwar auf der X-Achse. Wenn wir es dann auch auf der Y-Achse um 90 Grad drehen, ihr seht, so funktioniert das Ganze. Und das werden wir jetzt alles scripten. Für die Scripts haben wir natürlich hier im Sitz unser Server-Script und das Local-Script drin. Erstmal kümmern wir uns nur um das Server-Script. Und in dem Server-Script brauchen wir erstmal zwei Services. Damit fange ich natürlich immer an mit den Services. Das ist einmal der One-Service. Den brauchen wir nicht unbedingt, weil den brauchen wir nicht unbedingt, so wie ich ihn bastel, aber ich benutze ihn auf jeden Fall. Deswegen schreiben wir hier ist gleich Game, Doppelpunkt Get-Service, Run-Service. Und dann natürlich noch
den Player-Service. Wann braucht man den denn nicht, ne? Heute geht es uns darum, so schnell wie möglich einen Helikopter zu basteln, der einfach funktioniert. Dementsprechend wird er nicht perfekt performant sein, er wird physikalisch nicht ganz korrekt sein und er wird sicher auch nicht fehlerfrei sein. Aber es soll einfach funktionieren, damit ihr Verständnis davon habt, wie so ein Helikopter funktioniert. Jetzt brauchen wir natürlich noch das ganze Zeug vom Helikopter. Und das wäre dann einmal der Sitz natürlich. Local Sitz ist ein Vehicle Seat und das ist Script.Parent, weil wir haben das Script natürlich im Sitz drin. Dann noch das Proximity Prompt. Wenn ihr es nicht mit Proximity Prompt macht, lasst ihr das natürlich einfach weg. Ist ein Script.Parent Rate for Child Proximity Prompt. Wenn ihr es umbenannt habt, müsst ihr hier natürlich den Namen von eurem Proximity Prompt reinpacken. Übrigens, ich habe in meinem Proximity Prompt den Action Text auf Einsteigen geändert, den Object Text auf Helikopter geändert und alles und so gelassen. Ihr könnt ja Keyboard, Keycode ändern und was nicht alles, ist euch überlassen. Ach doch, eine Sache noch und zwar Requires Line of Sight habe ich ausgemacht, damit falls der Helikopter so ein verschlossenes Modell ist, man das Ding immer noch aktivieren kann. Ihr könnt natürlich auch es sein lassen, hier so ein Helikopter aus Parts zu bauen und einfach so ein schönes 3D-Model importieren, weil das funktioniert natürlich genauso. So mit einem Helikopter, der so aussieht, wie ihr wollt und aus Parts besteht, wie ihr es auch haben wollt. Dann brauchen wir natürlich den Helikopter und das ist script.parent.parent. Und wofür brauchen wir den Helikopter? Um auf dieses Base-Part hier zuzugreifen. Dieses Base-Part ist helikopter.primary-part, weil ich habe hier, der Helikopter ist ja ein Model. Das habe ich zusammengepackt in ein Model. Alles auswählen und STRG drücken für ein Model. Dann habe ich hier ausgewählt, Primary Part angeklickt und dann habe ich das Base Part angeklickt. Weil es ist immer empfehlenswert, wenn ein Model ein Primary Part hat, dann haben wir hier das Base Part. Und im Base Part drin sind natürlich Align Orientation und Align Position, womit wir die ganze Magie machen werden. Und die werden wir uns natürlich auch holen. Wenn wir schreiben, Local Pose ist gleich Base Part, Find for Shite, which is a Align Position. Und Ori ist gleich Base, Doppelpunkt, Find for Stride, which is a Align Orientation. Damit haben wir schon mal das ganze Zeug, das wir brauchen, zusammengetragen. Später werden wir hier unten noch ein paar Settings hinschreiben, mit denen wir den Helikopter dann konfigurieren können, so dass er uns dann gefällt. So, dass wir werden die Settings, die ich habe, die Maximalgeschwindigkeit, der Faktor der Rotationsgeschwindigkeit, die Beschleunigung vom Helikopter, wie schnell der Helikopter aufwärts und abwärts fliegen kann. Dann noch ein Faktor für die Entschleunigung. Wenn der Helikopter aufhört, vorwärts zu fliegen, fliegt er in der Regel noch mal ein bisschen weiter vorwärts. Das werden wir natürlich auch noch reinpacken. Und dann noch den maximalen Neigungswinkel nach vorne und den Neigungswinkel nach links und rechts. Weil, wenn wir hier mit unserem Helikopter fliegen, kann er nicht nur auf- und abwärts fliegen, sondern wenn er nach vorne fliegt, neigt er sich auch nach vorne. Und wenn er nach links fliegt, neigt er sich auch nach links und nach rechts. Das sieht dann einfach ein bisschen realistischer aus wie bei einem richtigen Helikopter, wenn wir so eine Neigung einbauen. Das machen wir. Das ist nämlich gar kein großes Problem. Heute geht es ein bisschen um Vektorrechnung. Wenn ihr Vektorrechnung in der Schule noch nicht hattet, keine Sorge. Es ist super einfach und ich glaube, das wird nur deswegen erst in der 10., 11., 12. Klasse behandelt, weil Mathelehrer mit Vektorrechnung nicht so gut klarkommen, weil Vektorrechnung ist eher dreidimensionales Denken. So, unter den Settings legen wir natürlich unsere Funktionen fest. Und die erste Funktion, die wir brauchen, die nenne ich einfach mal Chill. Weil ihr wisst ja, wenn wir das Spiel starten, fliegt der Helikopter erstmal hier zu 000. Und das wollen wir gar nicht. Der soll erstmal an der Stelle chillen, an der er ist. Deswegen haben wir hier die Funktion Chill und die sorgt dafür, dass der Helikopter einfach an der Position, an der er gerade ist, chillt. Es geht ziemlich einfach und zwar indem wir schreiben Pose, das ist unser Align Position, Punkt Position ist gleich Base Punkt Position. Das war's. Jetzt bleibt der Helikopter genau da, wo er ist. Wir müssen natürlich die Funktion Chill auch noch einmal callen. Das heißt, wir gehen hier einmal unten hin, callen die Funktion Chill. Und wenn wir jetzt das Spiel runnen, dann werdet ihr sehen, fliegt der Helikopter nicht mehr weg, sondern er bleibt da, wo er sein soll. Chillig. Des Weiteren kann es ja sein, dass der Helikopter irgendwie komisch gedreht ist. Deswegen werden wir auch noch die Orientation zurücksetzen, indem wir schreiben ori.cframe ist gleich cframe.fromOrientation 0,0,0. Aber der Helikopter, der wird ja später in bestimmte Richtungen gucken. Und wir wollen nicht, dass der Helikopter, wenn wir aussteigen aus dem Helikopter, immer wieder gerade nach da guckt, obwohl er vorher in diese Richtung geguckt hat. Deswegen müssen wir uns die aktuelle Rotation bzw. die Richtung, in die der Helikopter gerade guckt, speichern. Dafür gehen wir nochmal hier oben hin und machen uns dann noch ein paar weitere Variablen. Und das wären einmal die Rotation und das ist am Anfang erstmal base.orientation.y, aktuelle Rotation, dann die aktuelle Geschwindigkeit, ist immer gut zu wissen, und der Auftrieb. Das sind Sachen, die brauchen wir später. Achtung, Tutorial-Fehler-Alarm, Tutorial-Fehler-Alarm. Die Rotation müsst ihr natürlich in math.red reinpacken. Wenn er 000 ausgerichtet ist, merkt man es nicht. Aber wenn ihr den Helikopter standardmäßig in eine andere Richtung dreht, werdet ihr es merken. Schreibt dort math.red und dann den Spaß. Diese Rotation, die nehmen wir jetzt und packen sie hier an die zweite Stelle bei cframe.fromOrientation. Dann haben wir 0, Rotation, 0. Und auch der Auftrieb
Der soll an sich erstmal chillen. Das heißt, den packen wir dann auch. Auftrieb ist gleich wieder 0. Weil die Chill-Funktion, die werden wir nicht nur callen am Anfang, wenn das Spiel gestartet wird, sondern die werden wir immer dann callen, wenn der Helikopter chillen soll. Wenn niemand drin sitzt, wenn er gerade nicht gesteuert wird, wenn er AFK ist, wird gechillt. Und wenn wir diese Funktion immer dann callen, wenn der Helikopter gerade chillen soll, dann sollte man natürlich drüber nachdenken, was ist eigentlich, wenn der Helikopter oben in der Luft ist, man gerade aussteigt, dann müsste der Helikopter doch langsam nach unten sinken, oder? Ja, aber wir wollen das Tutorial jetzt nicht übertun, deswegen schreiben wir uns hier einfach ein To-Do hin. Das könnt ihr nämlich selber machen, oder wenn ihr wollt, schreibt es mir in die Kommentare, dann mache ich ein Folgetutorial, in dem ich auch erkläre, wie man das implementieren kann und noch ein paar andere Sachen. Jetzt wollen wir erstmal schnell fertig werden und deswegen schreiben wir jetzt die wichtigste Funktion in diesem Helikopter und zwar die Update-Funktion, die permanent Position und Orientation vom Helikopter updatet. Local Function Update End. Und diese Update-Funktion, die wird dann jetzt auch regelmäßig gecallt und dafür nutze ich den Run-Service. Hier unten machen wir das Chill weg und schreiben stattdessen run.stepped:connect-function-update. Das heißt, für jeden einzelnen Frame, den der Server berechnet, wird die Update-Funktion gecallt. Ist nicht sehr performant, aber es tut erstmal seinen Job. Um Performance können wir uns wann anders kümmern. So, Update einmal einrücken. Die Frage ist, wo ist jetzt die Chill-Funktion hin? Die Chill-Funktion wird vom Update gecallt. Und zwar dann, wenn niemand im Helikopter drin sitzt. Und das können wir ziemlich leicht checken, weil wir haben hier ein Vehicle Seat und der Vehicle Seat sagt uns immer, wer gerade auf ihm drauf sitzt. Das heißt, wir sagen if not sitz oder wie ihr euren Sitz genannt habt, Punkt occupant, then chill. Und dann returnen wir. Dann soll der Helikopter einfach chillen und dann wäre es das. Wenn wir das Ganze jetzt noch einmal ausführen, werdet ihr sehen, hat sich nichts geändert. Der Helikopter chillt einfach, nur dass er jetzt permanent geupdatet wird. Und dann immer weiter chillt. Jetzt wollen wir natürlich, dass wenn sich jemand in den Helikopter reinsetzt, dass er auch fliegt. Und das Schöne ist, der Sitz gibt uns dafür auch Werte. So ein Sitz gibt uns zwei Werte, mit denen wir arbeiten können. Und das ist einmal der Throttle und einmal Steer. Throttle ist sozusagen, ob man gerade vorwärts oder rückwärts fährt und wie sehr. Und Steer ist wie stark man nach links oder nach rechts lenkt. Und mit den Sachen können wir arbeiten. Wir haben hier uns hier oben die Geschwindigkeit gemerkt, weil so ein Helikopter, der geht ja nicht von 0 auf 100 direkt, wenn man losfliegt, sondern die Geschwindigkeit geht langsam hoch. Dafür schreiben wir eine kleine Funktion. Und zwar die aktuelle Geschwindigkeit plus Sitz.throttle mal Beschleunigung. Dann wird das Ganze noch geclamped. Math.clamp sorgt nur dafür, dass das Ergebnis der Operation, die wir hier reinschreiben, nicht kleiner ist als das und nicht größer ist als das, um einfach sicherzustellen, dass der Helikopter nicht über die Maximalgeschwindigkeit hinausgeht. Dann machen wir noch sowas ähnliches mit der Rotation. Das sieht dann einfach aus. Rotation plus ist gleich math.radiant minus sitz.steer mal Rotation. Das ist dann einfach nur das nach links und rechts drehen. Math.rad, weil Mathe einfach so ist. Jetzt werden wir einmal die Position updaten und das machen wir so. AlignPosition.position ist gleich Base Position und dann sagen wir Plus. Und damit es später ein bisschen übersichtlicher wird, schreibe ich das in eine neue Zeile. Ihr könnt das direkt dahinter schreiben. Zeilenumbrüche und Enters und Leerzeichen sind ja vollkommen egal. Base.CFrame.LookVector, das ist dann der Richtungsvektor, wohin der Helikopter schaut, mal Geschwindigkeit. Und dann habe ich hier festgelegt mal 0,6. Das ist ein Faktor, den ich nur eingebaut habe, damit der Helikopter auf der gleichen Höhe bleibt, wenn er sich kippt. Das hängt davon ab, was für einen Neigungswinkel ihr hier bei Nike eingestellt habt. Das kann variieren. Ihr könnt es einfach so übernehmen, ihr könnt es weglassen, es ist egal. Worauf es uns ankommt, ist, dass wir jetzt einmal checken, ob es denn funktioniert. Deswegen gehe ich jetzt einmal zum Helikopter hin, setze mich rein. Und wenn ich jetzt W drücke zum Vorwärtsfahren, fährt er vorwärts. Wenn ich S drücke zum Rückwärtsfahren, fährt er rückwärts. Und ihr seht, er fliegt so ein bisschen weiter. Ich habe die Hände gerade nicht dran, ich klatsche. Aber es geht immer weiter zurück. Wir entschleunigen nicht mehr. Ich kann jetzt wieder nach vorne drücken und dann geht es wieder nach vorne. Es geht rückwärts, es geht nicht nach links und nicht nach rechts, es geht nur vorwärts und rückwärts. Das funktioniert schon mal. Jetzt machen wir das Ganze noch mit der Rotation. Dafür schreiben wir hier drunter, ori.cframe ist gleich cframe.fromOrientation oder 0,rotation,0 fromOrientation nimmt, steht's hier, nimmt auf jeden Fall die Gradrotation in Radianten. Deswegen schreiben wir hier math.rad, um es halt umzurechnen und dann schreiben wir hier einfach die Rotation rein. Das heißt, wenn ich jetzt mich in den Helikopter reinsetze und dann nach links oder nach rechts drücke, seht ihr, es funktioniert schon. Wir drehen uns in die richtige Richtung. Wenn ihr euch nicht in die richtige Richtung dreht, müsst ihr noch das Minus wegnehmen. Aber erfahrungsgemäß muss man eigentlich immer ein Minus hinpacken, damit es in die richtige Richtung lenkt. Und wir können damit jetzt auf jeden Fall schon lenken, bleiben aber auf der gleichen Höhe. Es ist noch nicht wirklich wie ein Helikopter, es ist eher wie so ein Star Wars Speeder oder so. Aber auch gar nicht mal so schnell. Also hier habe ich minus Sitz.steer hingepackt. Wenn es bei euch in die falsche Richtung lenkt, macht ihr einfach
Sitzpunktstier, aber minus Sitzpunktstier ist eigentlich immer richtig. Jetzt wollen wir natürlich, dass das Ding auch noch wie ein richtiger Helikopter nach links, nach rechts und nach vorne und nach hinten sich neigt. Und dafür haben wir hier die anderen Werte. 0 und 0 können wir noch ändern. Deswegen packe ich das auch mal wieder in verschiedene Zeilen rein. Schreibt das einmal kurz auf und kommentiere euch das schön. So. Jetzt habe ich hier einmal math.red minus sitz.throttle mal Neigung. Das ist dann halt abhängig von der Geschwindigkeit. Wenn wir nach vorne fahren, dann neigen wir uns nach vorne mal Neigwinkel nach vorne. Und hier für den letzten Wert haben wir math.red minus steer mal Neig 2. Das ist dann halt der Neigungswinkel nach links und rechts. Und immer math.red, um halt diese Grad, die wir hier eingestellt haben, 35 Grad und 40 Grad, umzuwandeln in red, damit from orientation damit klarkommt. Hier habe ich es noch einmal so kommentiert. Neigung nach vorne oder hinten, Rotation nach links oder rechts und Neigung nach links oder rechts. Machen wir noch einen Test. Weil es so viel Spaß macht, gehen wir wieder hin zum Helikopter, steigen ein. Und wenn ich jetzt nach hinten gehe, neigen wir uns nach hinten und sind schon auf dem Boden. Wenn ich nach vorne gehe, sehen wir gar nicht mehr, dass ich mich nach oben neige. Wenn ich nach links, also ihr seht, wenn ich nach links gehe, seht ihr, wir neigen uns nach links. Nach rechts neigen wir uns nach rechts. Aber der Helikopter geht ja immer geradeaus. Das heißt, wenn wir uns nach vorne neigen und nach vorne fliegen, fliegen wir auf dem Boden. Deswegen brauchen Helikopter Auftrieb. Ein Helikopter darf nicht nur nach vorne fliegen, sondern er muss vor allem nach oben fliegen und nach unten fliegen können. Dafür ist der Rotor ja auch oben drauf. Das machen wir jetzt, weil hier die Position, die wurde noch nicht komplett fertig abgedatet. Deswegen meinte ich auch, schreibe ich das in verschiedene Zeilen, damit wir hier den Überblick behalten können. Wenn ich das hier in die Zeile schreibe, nehme ich das hier auch einmal ein zurück. Sieht, glaube ich, so ein bisschen besser aus. Das heißt, erstmal brauchen wir fürs Gleichgewicht eine Kraft, die nach oben zieht. Deswegen schreiben wir hier dann auch noch hin base.cframe.upvektor mal Geschwindigkeit. Also hier ist immer ein Plus dahinter. Das heißt base.position plus base.cframe.upvektor mal Geschwindigkeit plus base.cframe.lookvektor mal Geschwindigkeit. Hier haben wir 0,6. Hier werden wir das natürlich auch nochmal mal rechnen. Aber hier können wir nicht mal 0,6 rechnen, sondern wir brauchen jetzt den Durchschnitt zwischen der Geschwindigkeit und dem Neigungswinkel. Und um den Durchschnitt zu berechnen, mache ich einfach mal eine weitere Funktion, um es übersichtlicher zu halten. Es folgt das Mathe-Quiz. Wer von euch weiß, wie man den Durchschnitt von zwei Zahlen berechnet, der schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Nicht schummeln, sonst werde ich sauer. 3 Sekunden und 220 Millisekunden hast du noch. Vorbei. Ich schreibe die Funktion jetzt einmal schnell auf. Local Function Durchschnitt von A und B. Und dann returnen wir einfach in Klammern a plus b geteilt durch 2. So berechnen wir den Durchschnitt von zwei Zahlen. Diese Durchschnittsfunktion werden wir hier unten jetzt benutzen. Das heißt Geschwindigkeit mal Durchschnitt von, und wir wollten ja auch einmal die Geschwindigkeit, mit der wir nach vorne fliegen haben. Und das ist halt Sitz.throttle. Und dann noch, wie sehr wir nach links oder rechts lenken. Und das ist Sitz.steer. Aber Sitz.throttle soll negative Werte haben. Sitz.steer wollen wir aber, wenn wir nach links oder nach rechts lenken, eine hohe Zahl haben und wenn wir nicht lenken, eine niedrige Zahl haben. Das heißt, wir brauchen den absoluten Wert. Wenn Sitz.steer minus 1 ist, wollen wir, dass es 1 wird. Und das machen wir, indem wir schreiben math.abs für absolut und dann schreiben wir Sitz.steer hier rein. Wenn wir das Ganze jetzt testen und ich nach vorne fliege, seht ihr, ich bleibe auf der gleichen Höhe. Ich bleibe auf der gleichen Höhe wegen diesen 0,6, die ich da gerechnet habe bei dem Look-Vektor. Das heißt, wir ziehen, es zieht uns einmal nach vorne, also nach unten sozusagen, wo wir unten hingucken, und einmal nach oben. Und die Mitte aus beiden Vektoren ist halt geradeaus. Das kann man übrigens schön berechnen mit Vektorrechnung, aber wir machen jetzt keine Vektorrechnung. Wir addieren einfach irgendwelche Zahlen und hoffen, dass es funktioniert. Aber wir haben jetzt schon mal einen Helikopter, der so ziemlich fliegen kann. Aber wir haben nicht wirklich Kontrolle darüber, wie hoch wir fliegen und wie niedrig wir fliegen. Und ihr seht, ja, die 0,6 haben vielleicht nicht ganz geholfen, weil ich bin viel weiter oben, als ich eigentlich sein wollte. Also vielleicht hätte ich bei diesem Neigungswinkel von 40 Grad ja auch 0,55 nehmen müssen. Wer weiß. Das könnt ihr ausprobieren. Was wir aber auch noch möchten, ist, dass wenn wir nach rechts fliegen, dass wir uns nicht nur drehen, sondern dass wir auch nach rechts fliegen. Und dafür nehmen wir dann den Right-Vektor. Dafür schreiben wir hier hinter natürlich noch ein Plus. Und dann in die nächste Zeile base.cframe.Right-Vektor mal Geschwindigkeit mal Sitz.steer. Wenn wir hier nach rechts fliegen, dann wollen wir auch nach rechts fliegen. Und wenn wir nach links fliegen, wollen wir auch nach links fliegen. Deswegen haben wir hier auch negative Zahlen. Jetzt können wir einmal testen, weil ich glaube, ich habe einen Plus-Minus-Fehler gemacht. Wenn ich nach links fliege, zieht es uns, glaube ich, nach rechts, oder? Ich bin mir nicht sicher. Man merkt das so schlecht. Ich glaube, ich nehme mal kurz das Orientationsding hier weg. Ich kommentiere das hier kurz aus. Steuerung und Slash. Und dann probieren wir es nochmal aus, damit ich es wirklich merke.
Ja, nach links geht und nach rechts geht. Das funktioniert perfekt. Also kein Plus-Minus-Fehler gehabt. Dann kann ich das hier wieder einkommentieren. Das Letzte, was wir wollen, ist, dass der Helikopter nach oben und nach unten fliegen kann, damit wir mehr Kontrolle haben. Und dafür haben wir dann den Auftrieb, den ich hier oben mir schon reingeschrieben habe. Wie wir den bearbeiten, dazu kommen wir aber noch später, weil das wird ein bisschen schwieriger. Jetzt können wir es aber hier schon mal reinschreiben. Base.cframe.abvektor mal Auftrieb. Und das wär's. Das ist die Rechnung für die neue Position. Und jeden einzelnen Frame, in dem die Funktion Update gecallt wird, wird halt die Base-Position plus diese ganzen Vektoren berechnet und geupdatet. Dasselbe wird dann mit Orientation gemacht, die wird dann auch neu berechnet. Ist das nicht ein Spaß? Ich kommentiere das hier alles nochmal schön. So, jetzt haben wir hier Kommentare. Ausgangsposition plus Bewegung nach oben oder unten, Steigflug oder Sinkflug, Bewegung nach vorne oder hinten, Bewegung nach links oder rechts. Kommentare schreiben immer gut, damit man später weiß, wofür es war. Oh, da fällt mir gerade noch was Wichtiges ein. Wir hatten ja am Anfang das Problem, dass wenn man nach vorne geflogen ist und dann aufgehört hat, nach vorne zu fliegen, dass man weiter nach vorne geflogen ist. Wir müssen natürlich noch die Geschwindigkeit wieder drosseln, wenn wir nicht mehr nach vorne fliegen. Das schreibe ich hier einmal ganz kurz. So. If Sitz.Throttle ist gleich 0, also wenn wir nicht mehr nach vorne und nicht mehr nach hinten fliegen, wird die Geschwindigkeit über Zeit reduziert, das heißt die Geschwindigkeit ist gleich. Wenn die Geschwindigkeit größer ist als der Deceleration Value, das ist dieser Wert hier oben, den wir festgelegt haben, 0,3, wie stark entschleunigt wird, dann rechnen wir Geschwindigkeit minus Deceleration. Andernfalls, wenn die Geschwindigkeit kleiner ist als minus Deceleration Value, dann rechnen wir Geschwindigkeit plus Deceleration. Und wenn es weder kleiner ist als minus Deceleration noch größer ist als plus Deceleration, dann ist die Geschwindigkeit gleich 0 und dann bleiben wir stehen auf der Stelle. Soweit verstanden? Wenn nicht, einfach abschreiben. Es funktioniert dann. Jetzt habt ihr schon mal sehr viel geschafft. Ich schlage vor, dass ihr euch kurz mal ausruht, den Kopf klar bekommt, vielleicht ein bisschen mit dem Helikopter rumfliegt, weil der funktioniert jetzt schon mal relativ gut. Wir können immer noch nicht auf- und abfliegen. Vielleicht könnt ihr auch schon ahnen, warum das gar nicht so leicht ist und warum der nächste Schritt auch nochmal interessant wird. Aber bis jetzt konnte ich ja in den Sitz einfach so einsteigen und mit Leertaste auch wieder aussteigen. Und jetzt werden wir erstmal dafür sorgen, dass wir mit E einsteigen können und mit E aussteigen können und nicht mehr mit der Leertaste. Zuallererst geht ihr nochmal bei eurem Helikopter hier auf den Sitz, scrollt hier nach unten in den Properties und disabled den Sitz, dass man sich nicht mehr raufsetzen kann. Weil jetzt können wir nur noch per Script entscheiden, wer sich raufsetzt. Des Weiteren brauchen wir jetzt das Proximity Prompt, das wir hier auch drin haben. Glücklicherweise haben wir das im Script oben ja schon gegettet. Und dieses Proximity Prompt hier oben, hier habe ich es Prox genannt, werde ich jetzt erstmal connecten. Vergehen wir nach ganz unten. Das wollen wir als allerletztes machen, das mit dem Ein- und Aussteigen, weil wir sicherstellen wollen, dass der Helikopter bereit ist, wenn der erste Spieler einsteigt. Ist natürlich nicht ganz so wichtig, weil wie schnell wäre ein Spieler bitte schon einsteigen? Dafür schreiben wir hier unten jetzt prox.triggered:connect einsteigen. Und die Einsteigen-Funktion, die müssen wir oben jetzt nochmal schreiben. Ich gehe immer nach ganz oben. Hier unter die Durchschnittsfunktion würde ich das mal schreiben. Schreiben wir Local Function Einsteigen in Klammern Spieler, weil ein Proximity Prompt gibt uns immer den Player, der das Proximity Prompt getriggert hat mit. Wenn der Sitz aber schon besetzt ist, dann können wir den Spieler nicht einsteigen lassen. Das bedeutet, wir schreiben hier einmal if sitz.occupant then return an. Und jetzt holen wir uns den Charakter vom Spieler, um uns dann den Humanoid vom Spieler zu holen. Totaler Standardcode. Local Character ist gleich Spieler.Character. If not Character, then return and. Local Humanoid ist gleich Character, Doppelpunkt Feinverschalt, which is a Humanoid. If not Humanoid, then return and. Und um den Humanoid dann auf dem Sitz sitzen zu lassen, nehmen wir erstmal den Sitz und callen dann die Funktion namens sit für den Humanoid. Und dann sitzt der Humanoid. Jetzt wollen wir natürlich, dass erstens dieses Proximity Prompt uns nicht mehr nervt und zweitens niemand anderes mehr einsteigen kann. Und deswegen werden wir jetzt das Einsteigen Proximity Prompt deaktivieren, indem wir schreiben prox.enabled ist gleich false und damit sitzen wir und das Proximity Prompt ist deaktiviert. Am Ende wollen wir noch aussteigen können. Dafür schreibe ich jetzt auch noch die Aussteigen-Funktion. Direkt hier drunter Local Function aussteigen. Wollen wir uns erstmal den Piloten Local Pilot ist gleich Sitz.Occupant, weil das ist dann der Humanoid vom Spieler, der drin sitzt. If not Pilot, then return end, weil dann gibt es ja niemanden zum Aussteigen. Und dann müssen wir den Piloten zurücksetzen. Warum zurücksetzen? Weil damit ein Spieler nicht mehr aussteigen kann, indem er springt, müssen wir ihm erstmal die Fähigkeit zu springen wegnehmen. Vielleicht gibt es dafür einen anderen Weg, mir fällt nur keiner ein.
Und das connecten wir jetzt einmal. Wir gehen einmal nach hier unten wieder und connecten dann nach dem Run-Service an unseren Sitz. Sitz, Doppelpunkt, get, property, change, signal, occupant, Doppelpunkt, connect, function. Und dann müssen wir jump to exit für ihn deaktivieren. Dafür holen wir uns erstmal den neuen Piloten, der sich auf den Sitz gesetzt hat. Diese Funktion hier wird übrigens dann gecallt, wenn sich jemand auf den Sitz raufsetzt oder jemand den Sitz verlässt. Deswegen Pilot ist gleich Sitz.occupant, if not Pilot, then return end. Und dann müssen wir uns ein paar Werte von dem Piloten speichern, weil wenn wir dem Spieler die Fähigkeit zu springen wegnehmen, wollen wir, dass er die Fähigkeit zu springen danach wieder hat. Deswegen speichern wir uns die in einer neuen Variable, die wir hier oben festlegen, und zwar Pilot-Infos. Local Pilot-Infos ist gleich ein Table und ich habe in den Table schon mal reingeschrieben, use jump power ist gleich true, jump power ist gleich 0, jump height ist gleich 0. Was hier für Werte drin sind, ist egal. Ich habe hier nur Werte reingeschrieben, weil sonst Roblox rummeckert, dass es die Werte nicht gibt, obwohl es sie gibt. Und jetzt speichern wir in diesen Pilot-Infos nur mal die Pilot-Infos zu diesem Spieler. Pilot-Infos speichern für wenn der Spieler wieder aussteigt. Pilot-Infos.useJumpPower ist gleich Pilot.useJumpPower. Pilot-Infos, JumpPower und so weiter. Wichtig, dass ihr hier nichts verwechselt, nichts falsch schreibt, sonst habt ihr ein großes Problem und am Ende geht gar nichts mehr. Hier müsst ihr alles richtig zuordnen. Und am Ende nehmen wir dem Spieler natürlich seine JumpPower weg, indem wir schreiben, Pilot.useJumpPower ist gleich true. Für den Fall, dass man JumpPower nicht verwendet, müssen wir es aktivieren, weil aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht ohne JumpPower. Und dann setzen wir die JumpPower auf 0. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, den Humanoid Jump State zu deaktivieren oder ganz viele andere Möglichkeiten, Jump zu deaktivieren. Ich habe es jetzt so gemacht. Und diese Werte hier, die nehmen wir dann und geben sie dem Piloten oben, wenn er aussteigt, wieder zurück. Das heißt, hier oben Pilot wieder zurücksetzen. Dann schreiben wir es komplett umgekehrt hin. Pilot.useJumpPower ist gleich Pilotinfos, useJumpPower und so weiter. Am Ende muss der Pilot nochmal aussteigen. Das heißt, jetzt, nachdem der Spieler seine Fähigkeit zu springen zurück hat, zwingen wir ihn einmal dazu zu springen, indem wir sagen, Pilot.jump ist gleich true. Damit die Werte auch geupdatet sind und der Spieler jumpen kann, müssen wir hier einmal task.wait schreiben. Ich weiß gar nicht, ob es notwendig ist. Ich glaube aber, es ist notwendig. Und dann werden wir das Proximity Prompt wieder aktivieren, indem wir schreiben, prox.enabled ist gleich true. Wir haben jetzt gecodet, dass der Pilot einsteigen kann mit E und dass er nicht mehr aussteigen kann. Und wir haben auch die Funktion zum Aussteigen gemacht. Ihr seht, ich bin jetzt mit E eingestiegen, das Proximity Prompt ist aus, es ist schön. Aber ich kann mit Spring nicht aussteigen, ich kann mit E nicht aussteigen, weil wir das Proximity Prompt nicht mehr triggern können. Wir könnten natürlich jetzt so ein verstecktes Proximity Prompt einbauen und das triggern lassen oder so. Aber wir müssen sowieso gleich noch in ein Local Script reingehen. Weil damit der Spieler aufsteigen und absteigen kann, brauchen wir einen weiteren Input. Wir haben ja nicht nur die Bewegungsinputs, sondern wir müssen von dem Spieler ja auch noch Inputs bekommen fürs Auf- und Absteigen. Und dafür brauchen wir einfach zusätzliche Tasten. Zum Beispiel Leertaste zum Aufsteigen, Shift zum Absteigen oder sonst was. Und das kriegen wir nur in einem Local Script hin. Und dafür haben wir hier das Heli Script Local, nicht vergessen, das ist ein Server-Script, bei dem ich den Run-Kontext hier unten auf Client gestellt habe. Und dieses Script ist nur dafür da, um diese User-Inputs zu bekommen. Und für User-Inputs braucht man immer den User-Input-Service, den nenne ich immer UIPS, weil es kürzer ist. Und den Player-Service braucht man natürlich auch immer, weil wir natürlich unseren Spieler brauchen. Dann benötigen wir noch den Sitz, auf dem der Spieler sitzt. Wir brauchen ein Remote-Event, mit dem wir mit dem Server kommunizieren können. Und das ist dann Remote-Event, ist gleich script.parent:wait-for-child-remote-event. Und wenn man mit dem User-Input-Service arbeitet, arbeitet man mit Connections. Und wenn man mit Connections arbeitet, sollte man sich die am besten speichern, um sie wieder zu disconnecten. Und dafür haben wir hier einmal die Local-Input-Ended-Connection, die steht auf nil. Dieses Remote-Event müssen wir jetzt natürlich vom Server aus erstmal erstellen. Das ist auch gar kein Problem. Dafür gehen wir nochmal ins Server-Script rüber, scrollen hier nach oben und erschaffen dann einfach mal ganz schnell, unter den Pilot-Infos mache ich das, ein Remote-Event. Local Remote-Event ist gleich instance.new Remote-Event. Remote-Event.parent ist gleich Sitz. So, das wär's dann. Damit haben wir unser Remote-Event, mit dem der Client dann Nachrichten an den Server schicken kann. Dann starten wir hier unten schon mal mit Local Function Input Began, weil das hier ist die Funktion, die man immer braucht für User-Inputs. Die Funktion fangen wir auch immer an mit if gameProcessed, then return end. GameProcessed ist die zweite Variable, die uns mitgeliefert wird, die sagt, ob der User-Input von dem Spiel irgendwie genutzt wurde. Wenn ihr mit Shift arbeitet und Shift-Lock anhabt, dann müsst ihr das natürlich ausmachen. Ich werde aber grundsätzlich hier nicht Shift verwenden wegen Shift-Lock. Da werden wir halt einen anderen Weg finden müssen. Und dann wollen wir auch, dass dieses Script nur dann ausgeführt wird, wenn wir tatsächlich der Pilot von dem Helikopter sind,
Weil wenn so ein Server-Script auf dem Run-Context-Client steht, läuft das nicht in einem Spieler, sondern in allen Spielern, die das Script sehen können. Heißt auch alle Spieler, die nicht im Helikopter drin sitzen. Das heißt, wir holen uns erstmal den Character, dann den Humanoid und dann checken wir, ob der Humanoid der Pilot ist. Wenn nicht, dann brechen wir ab. Local Character ist gleich Spieler.Character. If not Character, then return end. Local Humanoid ist gleich Character, Doppelpunkt Find First Child, which is a Humanoid. If not Humanoid or Humanoid is not gleich Sitz.Occupant, dann Return End. Und jetzt haben wir hier festgestellt, dass es sich um den Piloten handelt. Und dann können wir die User-Inputs verarbeiten. Das machen wir ein bisschen später. Erstmal connecten wir den ganzen Spaß hier unten. Ganz unten schreiben wir UIPS.InputBegin, Doppelpunkt Connect InputBegin. Und dann checkt man natürlich erstmal, über was für ein Gerät arbeitet denn der Spieler. If InputObject.UserInputType ist gleich enum.userInputType.keyboard, then. Jetzt kommt die Steuerung für Leute, die ein Keyboard verwenden. Da wir erstmal wollen, dass der Spieler aussteigen kann und weil ich jetzt nicht hunderttausende If-Statements machen will, schreibe ich das hier rein. Ihr könnt ein weiteres If-Statement machen, hin und her, bla bla bla, ist egal. Ich schreibe jetzt erstmal and inputObject.keycode ist gleich enum.keycode.e. Wenn ihr euer Proximity Prompt mit einem anderen Knopf aktiviert, nehmt ihr natürlich einen anderen Input. Then feiern wir einfach das Remote Event. Remote Event Doppelpunkt Fire Server Exit. Exit, damit sagen wir dem Server, yo, wir wollen den Helikopter damit jetzt verlassen. Auf dem Server Script müssen wir das Ganze natürlich connecten. Dafür scrollen wir einmal nach ganz unten und connecten dann an das Remote Event. Mache ich mal hier. RemoteEvent.OnServerEvent, Doppelpunkt Connect Function. Da kommt immer der Spieler mit und dann der Befehl, nenne ich das mal. Das ist in dem Fall dann Exit. Wenn der Spieler nicht der Pilot ist, dann ist es wahrscheinlich ein Hacker, weil eigentlich darf das Event gar nicht sonst gecallt werden. Es kann aber auch sein, dass da was gecallt wird, nachdem der Spieler ausgestiegen ist oder, ist eigentlich egal. Wir stellen erstmal sicher, dass es der Pilot ist. Also, okay, Pilot ist gleich Sitz.Occupant. If not Pilot, then der Helikopter hat keinen Piloten. Dann wird der Pilot nochmal zu einem Spieler umgewandelt. Dafür haben wir den Player Service. Also Pilot ist gleich Players, Doppelpunkt Get Player from Character, Pilot.Parent. If not Pilot or Spieler ist nicht Pilot, denn das ist nicht der Pilot. Und dann returnen wir auch. Und jetzt können wir endlich den Befehl bearbeiten. Das ist immer so bei der Server-Client-Kommunikation. Ihr müsst sicher gehen, dass alles sicher ist. Wenn nicht, haben Hacker leichtes Spiel. Wobei, bei so einem Helikopter können die Hacker theoretisch machen, was sie wollen. Aber wer weiß, vielleicht könnte man hiermit noch schlimmere Sachen anstellen. Das wollen wir nicht. Zum Beispiel wollen wir ja auch nicht, dass ein Hacker einen anderen Spieler dazu zwingen kann, auszusteigen. Dafür schreiben wir jetzt if Befehl ist gleich exit, then aussteigen. Und das war's. Jetzt haben wir die Aussteigen-Funktion connected und wir können endlich aus dem Helikopter wieder aussteigen. Wir gehen jetzt hier hin, drücken E zum Einsteigen, E zum Aussteigen, E zum Einsteigen, E zum Aussteigen. Wir können fliegen. Wir können aussteigen und wir können wieder einsteigen. Es ist wunderbar, es funktioniert. Und wenn es bei euch nicht funktioniert, schaut nochmal nach, ob ihr alles korrekt abgeschrieben habt. Wenn auch nur ein Zeichen falsch ist, dann kann es sein, dass der ganze Code nicht funktioniert. Macht jetzt erstmal eine Pause, schnauft durch, atmet durch, fliegt mit eurem Helikopter, habt Spaß. Aber gleich kommt der letzte Teil, und zwar das Auf- und das Absteigen. Ey, halt mal die Luft an, ich bin beschäftigt. So, durchgeatmet, fertig, weitermachen, alles klar. Auf- und Absteigen. Dafür gehen wir nochmal in das LocalScript rein und fügen jetzt noch die anderen Tasten einfach für Auf- und Absteigen hinzu. Und die werden ein kleines bisschen komplizierter als einfach nur das Ding hier callen. Deswegen werde ich die, glaube ich, auch an die erste Stelle packen. Statt if schreibe ich jetzt else if hin und schreibe hier oben dann das eigentliche if, then. Zum Aufsteigen nehme ich die Leertaste. Das heißt, ich schreibe hier hin. InputObject ist gleich enum.userInputType Keyboard und enum.keepcode ist gleich space. Wenn ihr dann noch Controller Support hinzufügen wollt, müsst ihr das auch noch mit Controller-Tasten machen. Dann müsst ihr vielleicht noch was fürs Smartphone machen. Ich mache erstmal ganz simpel, nur für den PC. Jeder weitere Support, den müsst ihr selbst hinzufügen. Oder wenn genug Leute das von euch wollen, dann werde ich natürlich ein Tutorial dazu schreiben. Wir haben hier oben die Input-Ended-Connection. Und die hat einen wichtigen Zweck, weil wenn wir gerade beim Aufsteigen sind, wollen wir ja irgendwann aufhören aufzusteigen. Und das Ganze wird dann an die Input-Ended-Connection dran connected. Wenn wir dann aber wieder anfangen, neu aufzusteigen oder abzusteigen oder sonst was, müssen wir diese Connection dann auch wieder disconnecten. Das heißt, wir schreiben jetzt Input-Ended disconnecten, falls nötig. Also wenn die Input-End-Connection existiert, dann disconnecten wir sie und stellen sie wieder auf nil. Dann wird natürlich erstmal das Remote-Event gefeiert. Remote Event Fire Server ab für Aufsteigen. Ihr könnt Aufsteigen reinschreiben, ist egal. Wir brauchen einfach nur einheitliche Befehle, die der Client und der Server kennt. Und dann müssen wir noch Input Ended connecten. Und das ist der Grund, warum das hier so ein bisschen anstrengend wird. Aber ihr könnt es ja einfach abschreiben. Input Ended Connection ist gleich User Input Service Punkt Input Ended, Doppelpunkt Connect Function Input Object, bla bla bla, kennen wir schon. Und dann schreiben wir hier rein
Wenn man nicht mehr der Pilot ist, dann müssen wir natürlich disconnecten, weil dann hat man keine Kontrolle mehr über den Helikopter. If not humanoid or humanoid ist nicht mehr der Pilot, dann disconnecten wir die Funktion und returnen. Wichtig ist, dass wir hier returnen. Wenn Input ended game processed ist, es ist uns eigentlich egal, weil Input ended ist Input ended. Jetzt müssen wir nur gucken, ob auch wirklich Space geendet hat am Keyboard und dafür schreiben wir hier if input object bla 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 keyboard und keycode ist gleich bla 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 space, dann remote event Doppelpunkt fire server stopp, dann disconnecten wir den Spaß und dann sind wir hiermit fertig. Ziemlich viel Code dafür, dass wir nur aufsteigen und aufhören aufzusteigen. Dasselbe machen wir dann auch noch mit absteigen. Das ist genau das gleiche, nur dass wir dafür eine andere Taste nehmen und ich nehme dafür Steuerung, weil Shift ist halt für Shift Lock reserviert und ich daran jetzt nichts ändern möchte. Ihr könnt natürlich eine Taste eurer Wahl nehmen. So, genau das gleiche. Wir haben hier else if, input object, input type, bla 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 keyboard, bla 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 left control in dem Fall. Input ended, wieder disconnecten, wenn es sein muss. Dann feiern wir den Server mit dem Befehl down. Dann werden wir input ended connecten und zwar bla bla bla. Genau das gleiche wieder. Wenn es nicht der Pilot ist, dann wird es disconnected. Und wenn es der Pilot ist und es wieder left control ist, dann feiern wir wieder Server stopp und dann wär's das. Und damit sind wir dann hier tatsächlich durch, können das Heliscript Local schließen und machen jetzt beim Heliscript Server weiter. Hier haben wir bisher nur den Befehl exit. Wir werden aber die anderen Befehle noch hinzufügen und zwar up, down und stopp. Und dafür brauchen wir keine neuen Funktionen. Wir müssen einfach nur den Auftrieb bearbeiten, weil wir den Auftrieb hier oben ja schon verwendet haben. Das heißt, das geht jetzt super einfach. Ich schreibe das ja immer kurz um. So, if-Befehl ist gleich up, denn Auftrieb ist gleich Auftriebsfaktor. Wenn Befehl down ist, ist der Auftrieb minus Auftriebsfaktor. Wenn der Befehl stopp ist, dann ist der Auftrieb gleich 0. Dann haben wir hier unten natürlich Exit aussteigen. Und im anderen Fall ungültiger User-Input, falls ihr hier irgendeinen falschen Befehl reinschickt oder es vielleicht ein Hacker gemacht hat. Keine Ahnung, ich werde hier keinen Anti-Cheat irgendwie reinconnecten. Es ist jetzt so, wie es ist und das liegt alles bei euch, was ihr daraus macht. Jetzt haben wir einen Helikopter, in dem man einsteigen kann, in dem man aussteigen kann. Mit der Leertaste kann man aufsteigen, mit Steuerung kann man absinken. Ich kann nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, nach vorne, nach hinten. Es funktioniert alles. Und es funktioniert sogar ziemlich intuitiv, wie ich finde. WASD-Steuerung, wunderbar. Leute am Handy können auch so ein bisschen steuern oder am Controller können Leute auch ein bisschen steuern. Das Problem ist, die können nicht mehr aussteigen. Sie können nur einsteigen, aber nicht aussteigen. Support fürs Handy und Controller. Nur wenn dieses Video hier sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Ansonsten ist es mir der Aufwand einfach nicht wert. Und als letztes wollen wir natürlich, dass der Helikopter noch so schön aussieht wie der da unten. Und dafür müsst ihr einfach jetzt einen Helikopter bauen. Ich habe gesagt, das machen wir später, weil erstmal ist es wichtig, dass das Ding hier funktioniert. Und was ich da natürlich gemacht habe, ist, ich habe diese Parts hier genommen, habe die dupliziert und so gemacht, höher gemacht. Manche in Glas umgewandelt. Manche Parts habe ich dann in Metall umgewandelt, die Farben angepasst, die Transparency angepasst und so. Ich habe einfach gebaut. Und ihr könnt bauen, wie ihr wollt. Ihr könnt bauen, was ihr wollt. Es darf aussehen, wie ihr wollt. Es muss auch nicht mal ein Helikopter sein. Ihr könnt ein Motorrad bauen, das fliegt. Es ist vollkommen egal. Ihr könnt einen Schlitten machen. Ich mache jetzt auch einen Schlitten. Oder einen Jetski. Keine Ahnung. Wichtig ist nur, dass alle Parts nicht geankert sind. So, das ist jetzt mein, ja, das ist jetzt mein fliegender Sarg oder so. Ich werde hier noch einmal das so kleiner machen. So, auf Model gehen, dann mache ich 0,5 Stats. Schieb das so hin. Bam, perfekt. Und damit habe ich meinen wunderbaren Helikopter fertig. Und dann wollen wir natürlich, dass das Ganze hält. Das heißt, ich wähle nochmal alle Parts hier aus, die sich im Helikopter befinden. Am besten nicht so, sondern ich nehme einfach das hier so. Gehe auf Model, dann auf Create, dann auf Weld. Dann ist das Ganze zusammengeweldet. Ihr seht, hier ist jetzt so ein Käfig entstanden. Wenn ihr den nicht seht, geht ihr auf Model und macht hier Show Welds an. Dann seht ihr diesen Käfig. Um sicherzugehen, dass auch alles miteinander verbunden ist. Wenn nicht, wählt ihr nochmal die Parts aus, die ihr spezifisch miteinander verbinden wollt und geht nochmal auf Weld. Und wenn ihr dann so einen Helikopter gebaut habt, wird euch eine Sache auffallen und zwar, der fliegt gar nicht mehr. Wenn ich jetzt einsteige, er tut sich sehr schwer. Und um das Ganze zu fixen, müsst ihr nochmal hier in der Space Part reingehen, auf Align Orientation gehen und die Werte ein bisschen anpassen. Wichtig ist, ihr müsst die Max Torque höher stellen. Am besten so 2 bis 3 Nullen hinten ran, damit es halt wirklich sehr stark ist. Align Position, auch die Max Force höher stellen mit 2 bis 3 Nullen hinten ran. Mit der Velocity könnt ihr übrigens die Geschwindigkeit, die maximal möglich ist, nochmal so ein bisschen einstellen. Responsiveness, bla bla bla. Aber wichtig sind Max Velocity und Max Torque. Für diesen Helikopter, der aus Metall besteht, der hat sich kein Stück vom Fleck bewegt. Und hier seht ihr einmal, was ich da eingestellt habe. Ich habe einmal bei Orientation so viele Nullen bei Max Torque.
Und bei Align Position habe ich so viele Nullen. Und dann funktioniert so. Man braucht meistens nur genug Nullen. Am Ende hat der Helikopter natürlich noch einen Rotor oben dran. Den Rotor habe ich in ein gesondertes Model gemacht. Also ihr seht hier, ich habe nochmal extra ein Model gemacht namens Rotor. Ich habe auch ein Model gemacht für die Beine, ist eigentlich vollkommen egal. Und der Rotor ist nicht dran geweldet an das Ding hier. Den habe ich gesondert gemacht, den habe ich an sich zusammen geweldet, aber er ist nicht mit dem Weld verbunden, sondern ich habe den Rotor nach oben genommen. Ihr seht, es ist hiermit verbunden. Bin dann auf Model gegangen, auf Create und habe dann ausgewählt Hinge. Dann habe ich mit der Hinge einmal hier hingeklickt, einmal dahin geklickt, dann ist die Hinge entstanden. Die Hinge ist dann hier in der Mitte drin, Hinge Constraint. Für die muss ich natürlich auch die Max Torque hochstellen auf 50.000, weil das Ding aus Metall besteht. Vielleicht müsst ihr es bei euch sogar noch höher stellen, vielleicht reicht es auch. Die Max Acceleration habe ich auf 100 gepackt, das ist die Beschleunigung, wie schnell der Rotor schneller wird. Und die Angular Velocity auf 0. Falls ihr diese ganzen Werte nicht habt, müsst ihr vorher noch den Actuator-Type von Non auf Motor stellen, dann habt ihr das. Und dann wollen wir natürlich, dass der Rotor sich dann bewegt, wenn der Helikopter angeht. Und wenn der Helikopter ausgeht, soll er aufhören, sich zu bewegen. Dafür gehen wir hier nochmal in unser Helikopter-Skript rein und werden dann noch mit dem Rotor kurz arbeiten. Dafür scrollen wir hier hoch. Unterm Helikopter müssen wir natürlich noch den Rotor bekommen. Das heißt, ich schreibe hier hin, Local Rotor Hinge ist der Helikopter, Doppelpunkt Wait for Child Rotor, weil ich da ja ein Model namens Rotor habe. Dann Wait for Child Mitte, weil ich in meinem Helikopter noch ein Part namens Mitte habe in dem Rotor. Und da drin ist dann Hinge Constraint, Doppelpunkt Find First Child, which is a Hinge Constraint. Und dann habe ich den Rotor gefunden. Wir wollen die Geschwindigkeit des Rotors, wenn er läuft, natürlich noch in den Settings einstellen. Das heißt, wir gehen hier zu den Settings und schreiben hier hin, Local Rotor Geschwindigkeit ist gleich 150. Max Angular Velocity des Rotors ist das dann. Und dann wollen wir die Rotorgeschwindigkeit noch anpassen. Und zwar, wenn der Pilot in den Helikopter einsteigt, hier in Einsteigen, schreiben wir einmal unten rein, Rotor an, Rotorhinge.Angular Velocity ist gleich Rotorgeschwindigkeit. Und wenn man wieder aussteigt, sagen wir auch einfach wieder Rotor aus, Rotor Hinge, Angular Velocity ist gleich 0. Und jetzt haben wir auch einen Rotor, der sich bewegt in dem Helikopter. Den Helikopter hier habe ich mal gelöscht, weil der sieht nicht so cool aus. Den hier kann ich jetzt auch mal löschen, weil das war auch nur ein Beispiel. Ich habe hier ja schon mal einen gebaut. Und weil das Tutorial jetzt sowieso schon so lange gedauert hat, kann ich das To-Do, glaube ich, auch noch einmal grob machen. Ich gehe nochmal ins Heliscript-Server rein. Wir haben uns ja hier ein To-Do aufgeschrieben, wenn der Helikopter weit oben schwebt, nach unten sinken lassen bei Chill. Ich würde sagen, wir haben hier die Pose und jetzt speichern wir uns einmal Local Default Force ist gleich Pose.MaxForce. Und jetzt schreiben wir hier unten noch bei Einsteigen rein Motor an Pose.MaxForce ist gleich Default Force. Und bei Aussteigen schreiben wir jetzt noch rein Motor aus, Pose.MaxForce ist gleich Default Force mal 0.01. Dann sollte er, glaube ich, runterfallen. 0.1 vielleicht. Hängt davon ab, ob eure Force mehr als genug ausreicht oder nicht. Dann müsst ihr hier vielleicht ein paar mehr oder weniger Nullen hinzufügen. Aus Chill kann ich das rausnehmen. Und gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert, dass der Helikopter dann auch runtersteigt, wenn er nicht mehr bedient wird. Das heißt, ich fliege hoch, steige aus und der Helikopter sinkt, glaube ich, runter. Ich komme hier nicht mehr raus. Jetzt. Ich habe Can Collide bei diesen Parts hier ausgemacht, damit man ein- und aussteigen kann. Aber ihr seht, ich fliege hoch, drücke E zum Aussteigen und dann fällt er ziemlich schnell nach unten. Das heißt, das funktioniert. Wenn ihr euch diesen Helikopter, wie ich ihn hier gebaut habe, herunterladen wollt, dann müsst ihr bei mir Kanalmitglied, mindestens Tier 2 sein. Und ihr müsst natürlich einen Discord-Account haben. Weil ich lade alles, was ich in meinen Tutorials gemacht habe, auf meinem Discord-Server in einem speziellen Channel für Kanalmitglieder Tier 2 und höher hoch. Das ist immer in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn es gerade nicht verlinkt ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht habe ich es vergessen, aber an sich mache ich das immer und das auch recht pünktlich. Kanalmitglieder sehen die Tutorials übrigens immer ein bisschen vorher, aber auch nicht so weit vorher, weil ich nicht so viel Zeit dafür habe, vorzuproduzieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und schaut euch jetzt das Video an, das hier euch hier angezeigt wird. Bis denne!